Was geht ab YouTube? Pascal zu Bodybuilding in the building. Und willkommen im neuen Video. Willkommen in einem etwas anderen Video. Ich werde jetzt nur hier stehen und erzählen, ja, wir machen so ein bisschen was an Theorie und zwar zu einem Thema, was recht häufig kommt, weil ich glaube, viele von euch Interesse daran haben, dicke Arme aufzubauen, also nicht so wie ich, ne? Ich habe jetzt so, ja, mittelmäßige Arme. Aber ja, als Powerlifter ist es nämlich tatsächlich so, dass wir die Arme ja eigentlich nicht so wirklich brauchen, ja? Beziehungsweise wir brauchen sie schon, aber das wird nur so ein bisschen verdeckt klar für die meisten. Und da wollte ich heute mal darüber reden, wie ich das mache, trotzdem meine Arme zu trainieren, damit man wenigstens so ein bisschen was hat, was man zeigen kann, ja? Und trotzdem in den Powerlifts verdammt gut zu werden, denn das lässt sich vereinen, das ist nicht so schlimm. Man muss dann nur auf so ein paar Dinge achten und was für Dinge das sind, das erkläre ich euch in diesem Video. Let's go! Sometime you'll win, sometime you'll lose. Als erstes freue ich mich natürlich, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, weil für mich als kleineren YouTuber so ist es immer wichtig, ein bisschen Interaktion auf dem Kanal zu haben. Das heißt, Kommentare schreiben. Ihr habt es bestimmt schon mal bei mir in den Kommentaren gesehen, so der gute alte Algorithmus-Kommentar, ja. Genauso wie das Algorithmus-Like und natürlich das Algorithmus-Abo, ja. Das ist wichtig, das wünsche ich mir von euch. So, jetzt kommen wir mal zum Thema. Ja, das Powerlifting besteht ja, wie ihr wisst, aus Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Jetzt muss man sich halt fragen, wo braucht man da einen dicken Arm so, ne? Eigentlich nicht so. Fürs Kniebeugen, da hält man die Stange auf dem Rücken fest, ne? Da braucht man nicht wirklich einen dicken Arm für. Beim Bankdrücken wird es schon ein bisschen wichtiger, da komme ich gleich zu. Und beim Kreuzheben ist es auch nicht so. Da dient der Arm ja nur als etwas langes, hängendes, wie so ein Seil, kannst du dir das vorstellen, das praktisch das Gewicht hält und hochzieht. Da wollen wir ja gar nicht mit den Armen arbeiten oder ähnlich, weil das sehr viel Druck in den Arm bringt und das schnell dazu führen kann. Habt ihr ja vielleicht schon mal gesehen, dass man Probleme kriegt mit der Bizepssehne oder sich vielleicht hier den Bizeps abreißt. Das passiert jetzt so bei den Natties halt nicht so häufig, aber ist durchaus ein Problem, was auftreten kann, wenn du im Kreuzgriff greifst. Ja? Aber beim Bankdrücken ist es ein bisschen was spezieller, denn beim Bankdrücken ist es schon interessant, wenn du dickere Arme hast, hast du halt einfach ein bisschen mehr, was du dem Gewicht entgegenbringen kannst. Du verschiebst den Schwerpunkt der Hantel so ein bisschen. Ja? Das heißt, mehr Muskeln können immer mehr Gewicht bewegen. Und im Bankdrücken ist ja auch der Trizeps direkt primär als bewegender Muskel involviert. Ja? So, jetzt könnte man aber sagen, ich muss ja trotzdem nicht extra Arme trainieren, weil die Trizepslast ist ja immer beim Bankdrücken dabei. Und die meisten Powerlifter machen sehr häufig Bankdrücken in der Woche. Das ist auch richtig. Ich habe auch schon mal ein Video speziell zum Trizeps gemacht, das findest du hier oder da oben beim i oder keine Ahnung, wie man als Powerlifter noch sinnvollerweise den Trizeps zusätzlich trainieren kann. Ja? In diesem Video soll es aber darum gehen, auch Bizeps, Unterarmtraining, weil es geht um die Optik so ein bisschen. Ja? Also für das Bankdrücken hilft dir ein dickerer Arm, erstmal weil auch der Bizeps eine unterstützende Rolle beim Bankdrücken einnimmt, oft in der Abwärtsbewegung. Also dicke Arme sind da im Grunde nie schlecht und in den anderen Lifts sind sie halt deswegen gut, weil sie halt gut aussehen. Für deine Trainingsplanung ist es so, dass wenn du dir deine Belastung vorstellst, ja, das heißt, dein Körper ist ja auf eine gewisse Art und Weise bis zum gewissen Maximum belastbar. Und wenn du jetzt sehr gut werden willst im Powerlifting, solltest du sehr viel von dieser Belastung mit Powerlifting-Training, mit direktem Training, was dich im Powerlifting besser macht, auffüllen. Ja, das bedeutet Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben sehr häufig in der Woche machen. Und zwar möglichst so, dass du so viel davon schaffst und regeneriert bekommst, dass du regelmäßig wieder progressiv trainieren kannst und nicht zu stark ermüdet bist durch Dinge, die dich nicht besser machen. Ja, deswegen versuchen wir zu vermeiden, Cardio zu machen. Deswegen versuchen wir zu vermeiden, nebenbei noch andere Sportarten zu machen. Aber einmal wichtig für euch, das ist natürlich wichtig für die Powerlifter, die wirklich ans Maximum wollen, ja, die Besten werden wollen, weil für die meisten von euch ist es durchaus wichtiger, einen, ich sag mal, halbwegs balancierten Lifestyle zu leben, einen ausgeglichenen Lifestyle zu leben, in dem du halt auch für deine Hobbys außerhalb des Krafttrainings noch Spaß hast. Ja? Bitte wird nicht so ein Powerlifter, der eigentlich jetzt gar nicht die Ambition hat, der Beste zu werden und auch vielleicht nicht die genetische Voraussetzung, der da sein Leben dafür opfert, jetzt noch 10 Kilo total zu kriegen. Ja? Ich sag's euch, das Leben ist zu kurz, um sich auf so eine Sache zu fokussieren. Ja? Versucht immer einen ausgeglichenen Lifestyle zu leben. Das ist ja auch was ich im letzten Video am Sonntag schon erzählt hatte mit der Identitätsdiffusion. Sei nicht zu sehr fokussiert auf dieses eine Ziel, sondern bau deine Identität und deine Person aus möglichst vielen Sachen zusammen, sodass, wenn eine wegbricht, du nicht ins Nichts fällst, ja, wie wenn der Sport wegbricht. So, jetzt kommen wir mal zum Eingemachten. Ja. Ihr habt jetzt verstanden, dass die Belastbarkeit wichtig ist und die ist deshalb wichtig, weil Armtraining direkt von dieser Belastbarkeit wegnimmt.
Und die Arme müssen ja dann regenerieren, ne? Und das kann sich vielleicht in deinem Training äußern. Jetzt muss man sich fragen, äußert sich das wirklich beim Kniebeugen? Ich denke nicht. Äußert sich das wirklich beim Kreuzheben? Ich denke nicht. Äußert sich das wirklich beim Bankdrücken? Ich denke schon, denn wenn du einen extra Armtag hast, an dem du den Trizeps, ne, richtig auspumpst, dann ist es natürlich so, dass der dann ein bisschen fatigued ist, ne? Eine andere Sache aber, du darfst es auch nicht so kausal denken im Grunde, dass du sagst, ich habe jetzt gestern Bizeps trainiert, der Kreuzheben hat ja keinen Bizeps, also ist doch kein Problem. Du musst dich selbst einmal verstehen als eine als im Gesamten praktisch, ja, deine Belastbarkeit im Gesamten. Das heißt, wenn du deinen Bizeps austrainierst, dann ist dein gesamter Körper zeitweise ermüdet. Überhaupt nicht so stark ermüdet, wie wenn du Ganzkörpertraining gemacht hast oder ähnliches, ne? Aber du kannst es nicht einfach so denken, ich kann ja jetzt jeden Tag hier meinen Bizeps trainieren und dann, weil du würdest deinen Körper ans Limit treiben, auch damit, und regenerative Kapazität wegnehmen von, also für das, was du eigentlich machen willst, ja. Das bedeutet, einen Armtag in der Woche oder halt die Arme an andere Tage anfügen, sollte kein Problem sein, wenn du in Perspektive nimmst, wie viel regenerative Kapazität hast du denn noch. So, jetzt kommen wir aber endlich mal zum Eingemachten. Wie mache ich das denn? Ich habe einen Armtag extra in der Woche, Leute, ja. Also mein Coach, ich bin ja gecoacht und mein Coach hat kein Armtraining bei mir vorgesehen. Außer in der Offseason, also wenn wir weiter weg sind vom Wettkampf, mache ich Bizeps Curls im Myo-Rep-System. Myo-Rep ist halt deswegen interessant, weil du recht viel Volumen in recht kurzer Zeit absolvierst, ja. Das heißt, du nimmst nicht so viel Zeit von deinem Training weg, was du ja verbringen willst mit Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben und machst trotzdem was für den Bizeps. Du bewegst dich in einem Bereich von sehr effektiven Reps, weil du bei jedem Satz sehr nah Muskelversagen bist. Also MyoReps ist da eine wirklich gute Möglichkeit, weil du halt in kurzem Zeitaufwand sehr viel rausbekommst. Trizeps trainiere ich dann ja eben viermal in der Woche durch Bankdrücken plus eine Assistenz fügt er mir noch ein. Ja? Das ist meistens eine, die einarmig abläuft oder vielleicht auch über dem Kopf. Und zwar aus dem Grund, dass ich nicht so viel Last bewege bei dieser Übung. Weil du kannst dir ja vorstellen, wenn du jetzt schwere Skullcrushers machst, zusätzlich zu viermal in der Woche Bankdrücken, dann kriegt dein Trizeps sehr viel Ermüdung ab. Zusätzlich, und das nimmt vielleicht vom Bankdrücken weg. Deswegen, oder generell von deiner generellen Kapazität, ja. Deswegen mache ich im Grunde immer was, was so ein bisschen leichter ist, aber trotzdem viel Schäden im Muskel erzeugen kann, was dann natürlich aber auch wieder schnell regeneriert ist. So, was ich jetzt mache ist, wie ihr wisst, ich trainiere Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, ja. Und zwischen Tag 1 und Tag 2 am Dienstag habe ich mir einen Armtag eingeführt. Für viele von euch, die Rise and Grind trainieren, wäre das auch eine Möglichkeit, das zu machen. Du könntest es aber auch zwischen Donnerstag und Freitag einfügen. Das ist eigentlich relativ egal, ja. So, und an dem Tag mache ich extra Armtraining, weil an dem Tag bin ich meistens im Gym, also in einem anderen Gym, im Commercial Gym und gehe in die Sauna und mache so ein bisschen Wellness und so, ihr wisst, wie es läuft. Und da habe ich halt so ein bisschen Zeit, Arme zu trainieren. Das heißt, 40 Minuten, so eine Routine, wo ich halt zwei Bizepsübungen mache, eine Trizepsübung, also drei Übungen insgesamt. Und ich mache auch noch hier so Side Delts, also hier so Upright Rows, weil ich die Side Delts kommen da eben nicht ganz so mit. Und so kann man das zusammenbringen. Jetzt muss man aber beachten, ne, für zum Beispiel eine Wettkampfvorbereitung, wenn ich jetzt in Peking gehe, würde ich diesen Tag entweder reduzieren oder sogar weglassen. Warum? Weil ich will wirklich jegliche regenerative Kapazität, die ich freischalten kann, nutzen, um im Powerlifting besser zu werden. Das bedeutet, in der Offseason mache ich diesen Armtag. Cool. Aber wenn ich nah an den Wettkampf rankomme, werde ich ihn wahrscheinlich weglassen. Das kann ich euch nicht immer so versprechen, weil das ist auch so ein Ding, das ist ein bisschen Ablenkung für mich. Du kommst aber woanders hin, dann mache ich das vielleicht leichter. Ja, weil ich bewege mich jetzt an diesem Dienstag schon mit fast jedem Satz sehr nah am Muskelversagen, weil das, wisst ihr Leute, nur schwer funktioniert. Ne? Ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der, der irgendwie mit seinen Armen so angeben kann. Aber die müssen ja besser werden, Leute. Ja? Das hilft ja nichts. Und so mache ich das. Aber Keypunkte aus diesem Video, die du mitnehmen sollst, denk dich selbst immer als ein Eimer, der in Vollständigkeit Ermüdung erfährt. Ja? Du kannst nicht sagen, ja, Bizeps ist ja Bizeps, kann ich ja jeden Tag trainieren, funktioniert. Nein, wenn du nämlich schlecht schläfst, wird von diesem Eimer auch schon eine Menge fehlen an regenerativer Kapazität. Und dann doch Training obendrauf, dann wird es schon eng, Leute. Ne? Und das ist was ich dir klar machen wollte, denk dich im System. Und wenn du meinst, ich habe im System halt noch regenerative Kapazität, kannst du gerne Arme trainieren, Waden trainieren, seitliche Schulter trainieren. Sehr gerne, ja, das sieht geil aus und es macht Spaß, Leute. Und wenn du sagst, das ist für mich sowieso eine Priorität, dann trainierst du sowieso Arme und Waden und so und baust dann die Lifts drumherum. Also Leute, man kann vieles möglich machen, limitier dich nicht, nur weil dieser Sport aus Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben steht, dass du auch nur das machen sollst, ja. Klar, wenn du das machst, wirst du wahrscheinlich am besten besser, aber es geht ja nicht alles immer nur darum. Und deswegen ist es wichtig, niemals Waden zu trainieren, das ist die letzte Priorität. Bizeps ist schon von höherer Priorität, ja. Und Trizeps ja auch gut. Also Leute, macht es euch easy und locker, verkrampft euch da nicht zu schlimm und macht einen Armtag dazu, wenn ihr Bock habt, oder macht halt Armtraining generell als Powerlifter. Es ist allerdings, wir hoffen, dass das Video klar geworden ist, nicht notwendig. Aber gut.
wie viele Dinge im Leben. Ne? Das Einzige, was noch weniger notwendig ist, halt Wadentraining so. Weil dann passen dir halt so wirklich die Sleeves nicht mehr und die Waden haben halt wirklich gar keinen Nutzen in den Powerlifts. Na gut. Das soll es das Video gewesen sein. Passt jetzt zu Checking Out. Ich gebe euch nochmal den Front Double Biceps, damit ihr über mich lachen könnt. Wir arbeiten jetzt auch bald an den Tattoos weiter. Dann kommt hier auch der komplette Sleeve im April. Also fangen wir an, das dauert ja Ewigkeit, wie ihr euch vorstellen könnt. Und dann hoffe ich mal, dass der Bizeps noch ein bisschen besser wird. Passt zu Checking Out. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro.